Der Gatzengiesser Park ist einzigartig. Mit Schwimmbad, Restaurant, Kinderspielplatz, einem Campingplatz, mit saisonalen Events, einem Nachgolfplatz und vielem anderen bleibt kaum ein Wunsch offen. Auch nicht für die, die Ruhe suchen, die ausgedehnte Spaziergänge lieben, fürs Leben gerne joggen, Vögel futtern, Eichhörnchen beobachten wollen, mehr wissen wollen über Bäume und Sträucher oder gerne mitten im Wald oder im See lesen, vielleicht sogar mit einem Kinderwagen, wenn das Baby schläft. Ja, das und vieles mehr bietet der Gatzengiesser Park. Aber auch dynamische Anwohner, wie bei der einstige Sekkellehrer und Bischofsvikar, der Hans-Jörg Widrig. Er sagt, er sei 80 plus. Und er hat mir rüstig, wie er ist, über den Gatzengiesserpark frisch von der Leber weg erzählt und dazu drei Stationen ausgesucht. Zuerst auf dem Bänkli im Norden vom See und im Süden vom Schwimmbad. Drüben liegt der Gatzengiesserpark mit seinen vielen Waldwegen und dem lieblichen See auf seiner grün schimmernden Wasserfläche gleitet ein Schwanenpaar dahin, majestätisch und elegant. Mit dem Spruch hat der Redakteur und Schriftsteller Fritz Lendi den Gatzengiesserpark in Bad Ragaz beschrieben. Ich möchte euch kurz aufzeigen, wie der Park, der Gatzengiessersee, überhaupt entstanden ist. In der Mitte des 19. Jahrhunderts hat man den Rhein begradigt, von Chur über Sargans bis an den Bodensee. Und dann hat es auf den beiden Seiten so Nebenärme gehabt, sogenannte Giessen. Giessen heisst ja Quellwasser. Das hat man mit dem restlichen Giessen gemacht. Der Rhein war begradigt. Und dann ist natürlich eine Idee gekommen von der Gebrüder Simon, das sind Nachfolger, Söhne von Bernhard Simon. Der Kurort, der Quellenhof, ist entstanden und sind immer mehr Gäste gekommen. Die Logiernächte haben zugenommen und dann haben englische Gäste die Alpen entdeckt, das Graubünden entdeckt. Sie sind im frühen Sommer auf Ragaz gekommen, haben sich akklimatisiert. Und nach 3 Wochen sind sie aufgegangen auf St. Moritz und haben ihre Sommerferien verbracht. Und im Herbst sind sie wieder oben runtergekommen, haben Station gemacht für 2 und mehr Wochen im Quellenhof oder im Hof Ragaz und haben sich reklimatisiert, bevor sie wieder zurückgegangen sind ins neblige England. Das war übrigens auch die Zeit, wo der Golfplatz entstanden ist, denn die Engländer, die wollten Golf spielen. Jetzt ist ein Pachtvertrag, mal ein Entwurf entstanden zwischen der Ortsgemeinde Ragaz und dem Kur- und Verkehrsverein Ragaz über ein Stück Wald- und Rietboden in den Gießen. Für 15 Jahre wollten sie den Park pachten oder kaufen. Die Engländer haben natürlich nebst dem Park vor dem Hotel sie immer noch eine Naturanlage, einen englischen Park. Und der hat sich hier angeboten. Es war dann ein langer Streit, sollen sie das pachten oder sollen sie das kaufen. Das werde ich jetzt noch kurz darlegen, möchte aber, wenn wir schon da sind, einen Hinweis machen, was hinter uns ist. Es gibt eben neben dem Gatzengiesserpark gibt es auch noch das Gatzengiesserparkbad. Es gibt die Sportanlagen zwischen dem Gatzengiesserparkbad und der Tamina. Es gibt den Campingplatz, es gibt die Spielplätze und all das mit dem Gatzengiesserpark Restaurant sogar von Matthew und der Judith Zacharias. Die führen das Gatzengiesserparkbad ganzjährig, sodass das Ganze immer als Einheit betrachtet werden muss. Auch der Parkplatz und Hell, alles musste verhandelt werden und musste gebaut werden. Man musste Konsens finden zwischen der Ortsgemeinde, zwischen der politischen Gemeinde, dem Kurverein und vielleicht sogar
den Thermalbädern und Grand Resort. Und auch dem Schwimmbad. Da ist der Hansjörg Widrig bei schönem Wetter im Sommer immer. Jetzt sind wir aber zur Station 2 gegangen. Der Hansjörg Widrig hat genau gewusst, wo er was will erzählen. Ja, die Kamera aufgestellt, haben wir schnell herumgeschaut, dann hätten wir schon gewunken, er wäre dann parat. Also, hören wir zu. Ich habe erwähnt, dass man lange gestritten hat, ob der Kurverein den Park soll pachten oder verkaufen. Man ist sich nicht einig geworden über den Preis. Man hat Gutachten gemacht, ob der See überhaupt wasserdicht sein werde. Man hat Gutachten gemacht, ob die Stechmückenplage zunehmen wird mit dem See oder weniger sein wird. Man hat über die Eisgewinnung von der Ortsgemeinde geredet und man hat geschaut, dass der Kurverein bei gutem, kaltem Winterwetter eine Eisbahn machen kann im oberen Teil des See. Gut, ich muss auch etwas sagen, wie das sogenannte Eisen zustande gekommen ist. Das Eisen ist dann passiert, wenn es eine Eisfläche gegeben hat, wo die Bauern, die Einheimischen, die Waldarbeiter konnten mit ihren Sägen Eisbarren rausschneiden aus dem See, aus dem gefrorenen See. Nachher haben sie das wegtransportiert mit der Eisenbahn auf Wädenswil und Zürich zur Brauerei Hürlimann. Das war vor dem Krieg. Ihr müsst euch vorstellen, dass es noch keine Kühlschränke gegeben hat, dass es noch keine Kühlhäuser gegeben hat. Und darum ist das Eisen eine dankbare Winterbeschäftigung für die Waldarbeiter. Sie haben auch einen Franken mehr bekommen, wenn sie geeiset haben, als wenn sie im Holz geschafft haben. Das hat sie angereizt. Sie haben dann einen Taglohn von etwa 9 Franken. Wo wir hier sind, das ist die Spielwiese neben der Bewirtschaftungshütte. Das war ebenfalls ein Wunsch. Die Kurkonzerte haben hier zum Teil stattgefunden. Man wollte einen Musikpavillon bauen, man hat den auch gebaut. Und dann ist sogar eine Gießenbühnenkommission entstanden aus den 4 Präsidenten von der Bürgermusik, vom Turnverein, vom Männerchor und vom Jodlerclub. Die haben über das gewacht, die haben die Kosten bereitgestellt, die haben geschaut, dass pro Sommersaison nur 2 grössere Giessenparkfeste auf dieser wunderbaren Wiese stattgefunden haben. Man hat den Park als Ort der Ruhe und der Erholung wirklich behalten. Bis heute waren manchmal auch Bestrebungen gegen das. Man wollte ein bisschen Event machen und Lunapark. Der Gemeinderat wollte einmal Strössli beleuchten, Nachtbeleuchtung machen. Hat dann glücklicherweise einen Haufen Einsprachen gegeben. Und er hat davon Abstand genommen. Das hat ja nur Nachtbuben angelockt. Er hat den Gemeinderat hat auch eine sehr gute Idee gehabt, in der gleichen Zeit. Er hat den Föhrenwald als Erweiterung vom Giessenpark auch unter den Schutz gestellt. Dort haben wir jetzt eine wunderbare Feinebahn, haben den Ablauf vom Wasser richtig rein. Und das war wie eine Erweiterung gewesen, zumal der Park ja immer gleich gross geblieben ist, 15 Hektare. Und Besucher immer mehr geworden sind für die gleich grosse Parkfläche. Die Leute kommen heute aus dem Fürstentum, Liechtenstein, aus dem Rinntal, aus der Bündner Herrschaft, von Chur oben runter. Was gemacht worden ist, wir zeigen euch das, ist ein sogenannter Waldlehrpfad. Der Waldlehrpfad aus Anregung der Ortsgemeinde hat mit Nümmerli die über 100 Baumarten bezeichnet.
Man hat eine Karte erstellt mit den Nummern, wo jetzt die Schüler können, die Baumarten und auch die Pflanzen kennenlernen. Und die Erwachsenen können ebenfalls sich daran ergötzen, ob sie noch wissen, wie der und die andere Baum heisst. Gewisse Bäume, den Seeweg entlang, hat man auch direkt beschriftet. Das ist die zweite Etappe der Giessenwiese. Darauf haben wir noch Jugenderinnerungen. Im Sommer war hier eine grosse Stange und obendrauf hat es einen Kranz von Servalac. Wer barfuß raufklettern konnte, hat einen Lohn dazu bekommen. Und der Park ist natürlich, auch die Wiese ist erhalten geblieben. Der Kreisförster hat gesagt, jawohl, wir können ja sagen dazu, unter der Bedingung, dass es weiterhin als Waldareal gilt. So, das also wäre die zweite Station gewesen. Der Hans-Jörg Widrig ist ein lebendiges Lexikon. Er ist ungeheuer und es ist ganz interessant, um ihm zuzuhören und den Giessenpark mal ganz anders kennenlernen. Als Vater bin ich jemand mit den Kindern her spazieren. Ich habe es genossen, die Oase von der Ruhe und eben all das, was man da beobachten kann, wenn man Zeit hat. Vögel futtern zum Beispiel, auch im Winter. Der Park hat ja alle Jahreszeiten. Wir waren am Freitag, am 13. Oktober dort gewesen. Aber wie gesagt, der Park hat alle Jahreszeiten. Und dann hat Hans-Jörg Widrig seinen dritten Platz gefunden. Nicht, dass er denkt, er könnte noch viel mehr erzählen. Natürlich könnte er das, aber der Park, ja, der muss man eben selber anschauen und geniessen gehen. Wir sind zur dritten Etappe. Im Hintergrund sehen wir das Floss mit den fünf Frauen von der Christina Wendt. Ein Geschenk von der Skulpturenausstellung. Und im nächsten Jahr haben wir ja wieder die siebte Triennale. Und da kommen 80 Künstler aus 15 Ländern mit 400 Kunstwerken, die das ganze Dorf ragaz beleben tun. Christina Wendt, die hat einmal geschafft im Frauengefängnis in Bern. Und darum hat sie die Frauen einerseits nackt und andererseits ohne Haar aus Ton hergestellt, weil sie gesagt hat, das Wesentliche ist der Mensch, das Innere und das Äußere ist nicht entscheidend. Man hat die Frauen kahl rasiert, um ihnen die Würde und den Anstand wegzunehmen. Und so ist sie inspiriert worden, das Floss mit den fünf Frauen, die miteinander reden. Die sind aber auch angenommen von der Natur. Dort drauf hat es Entli, dort drauf hat es Eidechsli, dort drauf hat es Schildkröten. Sie haben sich integriert. Wir sind hier ganz oben am See. Ich muss natürlich auch den Parkwart erwähnen. Das ist der Ewald Brunner. Der kommt damals mit seinem Putzinstitut. Das ist sein Kerli, wo er die 800 Meter Giessenpark Wegli reinigen tut, von den Zivilisationsrückständen befreien tut. Ich muss auch erwähnen, der andere, der ebenfalls Ewald Brunner heisst, das ist der Badmeister, der das Bad in einem tadellosen Zustand halten tut. Das Sommerbad vom Mai bis Mitte September. Wenn wir da oben sind, am Ende vom See, dann kommt jetzt eine ganz wichtige Frage, das ist die Wasserzufuhr. Die war immer problematisch und man hat immer wieder, dass der See genug Wasser überkommt. Man hat einmal probiert, von der Tamina her sicheres Wasser zuzuführen. Der Gemeinderat ist dann wieder davon abgekommen. Und jetzt kommt ja die Hauptmenge möglichst vom Fluppibach und vom Niklausenbach. Das ist die dritte Seesanierung, nachdem schon vorher alle 20 Jahre, 1980, 1960, der See hat müssen ausbaggert werden, obendran im Süden und oben im Norden, von Schlamm und Kies und Sand. Das ist wegtransportiert worden in den 80er Jahren in die Neugüter raus mit einer Rohrleitung, mit einem Ausbaggerungshebel.
Und jetzt hofft man, die dritte Etappe zu lösen. Man hat das gemacht mit einem sogenannten Flachwasserdepot, in dem man das Sand und Kies und Schlamm direkt im See abgelagert hat. Man hätte das nicht mehr dürfen in den Landwirtschaftsgütern machen. Und das dürfte jetzt auch gelingen. Abschließend muss ich sagen, dass der Pachtvertrag von Patergatz Tourismus letztes Jahr gekündigt worden ist. Es ist jetzt wieder volles Eigentum und Pflege durch die Ortsgemeinde. Sie hat nicht nur die Aufgabe und Verpflichtung, sondern es ist auch ihr Anliegen für die Öffentlichkeit, für die Bevölkerung im weitesten Sinn, das zur Verfügung zu stellen, zu erhalten, zu bewahren, von Lärm und Schutz als Oase der Ruhe beizubehalten. Zum Schluss, wie ich am Anfang, möchte auch jetzt wieder ein kleines Gedicht von der Marianne Stob Flums als Finale sagen. Sie schreibt über den Giessensee: Du bist wie ein Stern in laublauer Nacht, von Bergen und Sträuchern liebend bewacht, bist einem versunkenen Märchen gleich. Das Spiel deiner Wellen ist zärtlich und weich. Quält aber dich oder mich ein Weh, dann tröstet ein Lächeln vom Giessenparksee.